und das ist die Karte, die mir das Treffen und das Konzert mit Kurt Insekt ermöglicht hat. Wir stehen jetzt gerade im Backstage-Bereich und warten jetzt auf die Jungs. Zuerst mussten die vier zur offiziellen Pressekonferenz, wo sie über ihre Gefühle angesichts der Trennung zum 16. August sprachen. Ja, wie man das muss vorstellen, ich habe keine Ahnung noch, aber wir sollen sehen, morgen früh stehen wir auf und dann sind wir nicht mehr koordiniert, aber noch immer miteinander, das ist ganz wichtig. Immer Freunde bleiben, darauf hoffen auch die Fans, die extra einen Song für ihre Band umgetextet hatten. Für die Megapreisgewinnerinnen ging ein Traum in Erfüllung. Nach ihnen wird es nie wieder ein Meet and Greet mit Kurt in the Act geben. Nach dem Bravo-TV-Interview in Amsterdam Anfang August hatten sich Lee, Eloy, Ben und Bastian wieder etwas gefangen. Wir mussten uns sehr zusammenreißen, um die Shows fortsetzen zu können. Heute Abend wird es bestimmt sehr emotional, aber als wir die Nachricht erfuhren, waren wir seelische Wracks. Jetzt versuchen wir, möglichst professionell damit umzugehen. Trotzdem merkte man allen die immense Anspannung vor dem allerletzten Konzert an. Ja, mein Herz geht. Ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Ich weiß nicht, ob ich alles noch erinnern soll, ob ich singen kann. Ich glaube, von mir fühle ich das, wenn ich auf der Bühne stehe, dann weiß ich, was ich fühle. Yeah. Erleichtert stürmten sie um 19 Uhr die Bühne und eröffneten die Show vor über 5000 Fans. Do it for love als Motto des letzten Konzerts. Die Jahre, dass wir erfolgreich gewesen sind, waren super. Und ich hoffe, dass die letzte Abend dann auch super ist. Ja. Tiefe Zuneigung zu den Fans, Trauer um die Band und Liebe für ihre angereisten Familien. Kurt in the Act zeigten in Magdeburg ihre Gefühle. Keiner schämte sich für seine Tränen. Wir lieben euch, lieber Sebastian, oder? Diesen Abend ist auch ganz speziell, weil meine Mut. Meine Mutti sitzt hier. So. Und, wenn sie angefangen zu weinen, hat man noch stärker geweint. Und dann hat man eben gemerkt, dass es der Abschied ist. Und war traurig. Bei ihrer aktuellen Single Hold On zeigten die Jungs vor Lees Mutter und Schwester, dass für Kurt in the Act Lebensfreude und Fröhlichkeit trotzdem nicht verloren gehen. Wir hoffen, dass es allen gut geht und dass ihr tolle Familien habt, die ein bisschen verstehen, wie das jetzt fühlt. Ich glaube, dass wir die gleiche Schock fühlen, wie ihr die jetzt fühlt. So, wir hoffen, dass alles gut geht mit euch. Because we're forever friends and we belong together and keep the vibe. Die Ära einer ganz besonderen Boygroup ist zu Ende. Noch mehr Kurt in the Act Highlights könnt ihr gleich im Anschluss beim Bravo Hit Sommer Special und nächsten Sonntag in der Bravo TV History sehen.